Kings. Und ich kann mich noch erinnern, wir als Rampenlichter haben das damals You Really Got Me einen Tag gespielt, nachdem das im Beatclub erschienen war. Es war neben dem im A-Kino, genau, hieß das früher. Und alle, die dabei waren, die werden sich erinnern können. Die Gitarrenverstärker bestanden aus 2x3 Watt. Wieso die Leute überhaupt was gehört haben, weiß ich gar nicht. Unser Bassgitarrist hatte ein Radiogehäuse mit 8 Watt, war der Bassverstärker. Tonbandmikrofone, schöne graue. Und irgendwie ging es trotzdem. Sifte musste mal aufpassen, dass es nicht so feucht wird im Raum, denn die Felle waren noch aus Naturfell. Und wenn es dann so ein bisschen heiß wurde im Saal, dann kriegten die Felle einfach eine Welle und ping, war ein Loch drin und dann musste er eine Stunde lang Felle aufziehen. Ja, das waren damals die Grunderlebnisse, aber die Fans waren gut drauf. Wir waren damals die erste Band, die überhaupt auf der Bühne gestanden hat. Man muss sich das vorstellen, damals haben die Bands noch hinter einem großen Notenpult gesessen und im Sitzen Musik gemacht. Und wir waren damals im Hermann Jahnheim die erste Band, die Rampenlichter, die gestanden haben und auf einmal schrie alles. Wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Alles schrie. Ja. Und da haben wir den Rock'n'Roll gemacht, bis uns der Walder und hier in diesem Haus saß damals der Stadtrat für Kultur, Bornemann, der hat uns lebenslänglich verboten. 650 Mark Geldstrafe. Meine Mutter hat mir erstmal eine geklatscht. Touch. Denn mit 14 Jahren und dann 650 Mark Ostmark, das war ein Lohn von einem, ja, fast von einem Ingenieur. Okay. Und ja, so waren die Zeiten. Und aus dieser Zeit stammt auch das folgende Lied von den Kings, von Dave, ja, oder Ray? Ich vergesse immer. Dave Davis. Das ist ein schönes Lied von Bad of the Cloud. Ich glaube, die Getränke, die in dem Song vorkommen, gibt es hier auch. Irgendwo habe ich gesehen, ist noch eine Bar, da gibt es sicher auch Whisky und Gin. Denn letztendlich, ja, sind das alles schöne Getränke. Aber jetzt kommt, weil es ist ja ein schwieriges Lied. Ne? Und jetzt, Heinz-Jürgen Gottschalk, kann ich denn mal hören, wie das Lied eigentlich geht? Ja, ich habe mich extra operieren lassen, um an diese hohen Töne zu gelangen. Ja, meine Damen und Herren, wie sieht's aus? Kriegen wir das hin? Ne, die Damen vor allen Dingen. Die Damen, also ja. Ich hätte auch nichts gegen Herren. Okay, meinst du, die haben alle noch viel? Ja, hör mal, wenn du die Beine enger nimmst, dann kommst du auch bis da oben hin. Ja? Ja, das Lied können wir eigentlich gar nicht alleine spielen, weil es hat damit zu tun, dass alle singen. So, wenn nicht, dann holen sie schnell noch ein Gläschen Wein, dann geht das. Und alles klar, also, The Death of a Clown von Dave Davis. Genau. So let's all drink to the death of the crown. Don't want someone happy to break up this crown. Let's all drink to the death of the crown. Und noch einmal bitte. All let's all drink to the death of the clown. The old fortune teller lies dead on the floor, and nobody needs fortune's gold anymore.
hört man jetzt bis zum Domplatz. Und jetzt die Herren und die Damen in den tiefen Raucherstimmen. Das könnte ich jetzt 2 Wochen durchsingen, wenn nicht sogar 4 Wochen. Und da oben fliegt sogar ein Engel vorbei. Ein hübsches Mädchen da, ich sehe es gerade.